Jo, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Elite Dangerous. Wir sind auf dem Weg in das Soul-System. Ich habe mir die Erlaubnis jetzt mittlerweile erarbeitet. Ja, Erlaubnis für Soul erhalten. Und ja, das war jetzt nur möglich, indem ich für das hier für die Föderation Missionen gemacht habe. Also umso mehr Missionen ihr macht, umso weiter steigt ihr im Rang. Irgendwo hat das auch nochmal gestanden mit dem. Ja, wo ist es dann? Ah, ich glaube, es war hier. Ja, hier genau. Man muss den Rang Mat erreichen, um in das Soul-System einfliegen zu dürfen. Also erst ab dem Rang Mat bekommt man quasi die Erlaubnis, in dieses Soul-System einzufliegen. Und dazu muss man halt für die Föderation gewisse Missionen erledigen. Die kriegt ihr ja als wo bekommt man die? Die bekommt ihr ja angezeigt bei den ganzen Aufträgen da, wo ihr im schwarzen Brett da was rauspieken könnt. Und ja, umso mehr ihr erledigt, umso höher steigt ihr dann im Rang. Und nach ja, ein paar einigen Stunden seid ihr dann auf dem Rang Mat, je nachdem wie schnell oder ja, wie schnell ihr seid mit diesen ganzen Aufträgen. Ja, und jetzt machen wir uns auf dem Weg. Da wollte ich ja schon die ganze Zeit hin, ey, ins Soul-System. Wollten wir die alte Mutter Erde besuchen. Mal sehen, wie das aussieht. Ich habe jetzt auch schon mitbekommen, dass man einfach auf der Erde gar nicht landen kann. Sogar auf dem Mond kann man gar nicht landen. Was ich jetzt ein bisschen schade finde für das Spiel. Ja gut, vielleicht haben dann die Entwickler viel zu tun mit den ganzen ja, Details dann. Weil die Erde ist ja doch sehr umfangreich in der Landschaft und auch eventuell mit Gebäuden und so allem drum dran. Gut, aber zumindest mal hätte man können, auf dem Mond hätte man können doch mal landen, ey alter Verwalter. So, wo wollen wir hinfliegen? Wollen wir gleich zur Erde fliegen oder wir fliegen erstmal zur Sonne? Mir rolle das Feld von hinten auf. Das wird dann mal ein bisschen längere Folge wäre bei mir hier jetzt. So, Ziel eingegeben. Das sind gerade mal 7,78 Lichtjahre. Katzensprung um die Ecke quasi, wa? So, und dann starten wir mal von unserer Basis, die mir hier im Wolf-System aufgestellt habe. Beziehungsweise ist da jetzt noch mein Transporterschiff eingelagert. Mit dem ich eigentlich nicht so gern fliege, weil dieses Transporterschiff ist, ich weiß nicht, es wäre sehr schwerfällig zu steuern und es ist auch von der Bewaffnung her sehr anfällig, beziehungsweise, ja, wir sind sehr verwundbar. So, jetzt gucken wir mal erstmal, dass wir hier rauskommen aus der Station und uns auf den Weg ins Soul-System machen. Da gibt es auch nochmal eine Trophäe für hier auf der PlayStation. Wenn man das Soul-System besucht. So. Und da ist es. Unsere Heimat, unser aller Heimat. Das soll man sich jetzt wirklich nur vor Auge führen. Dass wir nur diese eine Heimat haben. Ne? Das ist Wahnsinn. So. Warten wir, bis die Massensperre aufgehoben ist. Ist aufgehoben und jetzt gehen wir Gas. Wir fliegen in das Soul-System. In unser Heimatsystem und schauen uns doch mal an, wie es hier aussieht in der Zukunft. Dieses Spiel spielt ja ein bisschen in der Zukunft. Da ist ja sogar der Mars besiedelt, wo man auch nicht drauf landen kann. Habe ich mittlerweile gelesen. So, jetzt dauert es ein wenig und dann sind wir auch schon da im Soul-System. Hier kommt unsere alte Sonne zum Vorschein. So, da wären wir. Und ach, hier ist auch die Trophäe. Trautes Heimglück allein erhalten, jetzt, dass wir hier im Soul-System sind. So, dann schauen wir mal. Wo fliegen wir jetzt zuerst hin? Komm mal, fliege zur Erde. Wir wollen uns die Erde angucken mit dem Mond. Das ist ja auch das Ziel aller Elite Dangerous Piloten, denke ich mal. Genau. Wir setzen Ziel
Punkt Erde. Genauso machen wir das. Ziel ist gesetzt. Wo ist unser Zielpunkt? Erst, genau. Super Großmodus. Und dann schauen wir mal, wie lange das dauert hier. Müssen wir erstmal anvisieren. Da ist die Erde. Alter Verwalter. 508 Lichtsekunde. Das dauert jetzt ein wenig, bis man da ankomme. Alter, ich flieg zur Erde. Geil, ey. Als ich das Spiel mir gekauft habe, habe ich jetzt nicht gedacht, dass es dieses Sternesystem wirklich hier in diesem Spiel gibt. Mit allem drum und dran. Ich find's geil, ich find's gut. Und deshalb fliegen wir jetzt einfach mal zur Erde. Und ja, schauen uns das mal an, wie das hier so gemacht ist. So, was haben wir dann hier für Kontakte um uns herum? Unidentifiziertes Schiff, ja. Sind ja hoffentlich keine Piraten hier jetzt, die mich hier abfangen wollen. Jetzt sind wir gleich da. Da kommt sie zum Vorschein, die Erde. Und jetzt werden wir gleich in den Orbit eintreten. Das macht dieser Supergroßassistent automatisch. Und ja, da ist sie, die Erde. Alter Verwalter, ist das geil, hä? Ist das geil oder ist das geil? So, wir treten in die Umlaufbahn ein. Und dann können wir unser Superassistent hier, Supergroßassistent ausschalten. Wo haben wir dann? Hier. Deaktivieren. So, und jetzt steuern wir mal selbst das Baby. Das ist echt schade, dass man hier nicht landen kann. Ja, unten sieht man Australien, oben ein Teil von Indien, ja, Asien. Und hier ganz links ist Afrika, da fliehen wir da mal. Und wir fliehen mal so, dass man das auch erkennen kann. Wir fliehen mal Richtung Deutschland. Ha! Ist ja auch ein deutsches Schiff. So, halten wir mal die Kiste an. Drehen uns mal rum und dann gucken wir mal, wo wir. Ja, wir sind noch nicht weit genug. Da hin ist die Türkei. Ist das geil, dass das hier alles so detailgetreu gemacht ist? Wiege der Menschheit, alter Verwalter. Jetzt muss ich doch echt mal gucken, kann man da wirklich nicht landen? Nee, kann man nicht ranzoomen. Da ist auch keine Station und auf der Erde. Schade. Es ist echt schade, dass es nicht so ist. Das ist wirklich schade. So, jetzt sind wir doch hier vor Europa. Ja, da sieht man es. Hier Spanien, Sardinien, hier Italien
Oh, das sind die Alpen hier. Kurz über meinem Radar, das sind die Alpen. Und über den Alpen natürlich auch Deutschland. Ist das geil, Alter. Sehr schön. Das freut mich, dass ich jetzt mal das Solsystem besucht habe. Die Wiege der Menschheit. Und ja, jetzt könnte man mal noch gucken, wo der Mond ist, oder? Soll man mal noch zum Mond fliegen? Komm, das machen wir noch hier in der Folge. Wir fliegen mal noch zum Mond. Da ist der Mond. So, wo ist er dann? Müsste man den eigentlich von hier aus sehen? Ja, ist doch ein ganz kleiner Punkt hier. Sieht man kaum von der Erde. Ich bin mal gespannt, ob man vom Mond aus die Erde richtig sieht. Das wird mich jetzt mal noch interessieren hier in dem Spiel. Ja, das dauert jetzt noch mal ein bisschen, bis man hier auf Geschwindigkeit kommt. Das liegt daran, dass man in der Nähe von der Erde war. Die hat natürlich ein bisschen Anziehungskraft. Und das zieht natürlich ein bisschen. Und man sieht es jetzt, wird es immer schneller. Also, keine Panik. Fliegt man jetzt auf die Nachtseite zu? Das, man sieht den kaum, gell? Der ist so schwarz. Und da gibt es in der Nähe des Monds sogar noch eine Station. Ah, da sieht man so sichelförmig unten. Ja, wieder halb von der Erde bedeckt. So, das sind wir jetzt mal in ein paar Sekunden zum Mond geflogen, Herr Alter. Ist das nicht geil? Ha, das ist ja krass. So, jetzt müssen wir aber den Supergrußassistenten mal ausschalten, dass man selber steuern könne. So. Also das finde ich echt schade, dass man nicht mal auf dem Mond hier landen kann mit der Kiste hier, ey. Das ist schon ein bisschen, ja, schade. Ehrlich, richtig schade. So. Das ist unser alter Begleiter, der Mond. Auch schön. So, und jetzt wollen wir uns ja mal umdrehen, ob wir die Erde sehen. Wie man sieht, sieht man gar nichts. Ja, wo ist es dann noch, die Erde? Hier. Da. Pluto. Ja, sind wir zu weit? Jupiter. Alter, habe ich jetzt echt die Erde verloren? Müsste man doch eigentlich vom Mond aus sehen. Ja, muss ich noch mal kurz navigiere. Lesezeichen, Systemkarte, ja, komm, Systemkarte. Ich dachte, da könnte man das auch eingeben. So, setzen wir nochmal Ziel Erde. Und dann kriegen wir das doch angezeigt hier in unserem Radar, wo die Erde ist. Ach, hier ist sie. Man sieht sie. Tatsächlich. Ja, schön. Super. Gefällt mir. Und ja, in diesem Sinne würde ich mich für diese heutige Folge verabschieden. Wir haben das Solsystem besucht, die Wiege der Menschheit, die Erde besucht, den Mond besucht. Leider Gottes können wir nicht drauf landen. Das finde ich sehr schade. Vielleicht kommt es ja noch, dass es irgendwann mal ein Update gibt, dass man hier auf dem Mond landen darf. Zumindest mal hier auf dem Mond. Das der ich geil finde. Will ich mal den Punkt, wo Apollo gelandet ist und so, will ich mir mal besuchen gehen. Das wäre richtig geil. Das finde ich richtig geil, Dings.
Und ja, so viel zu dieser Folge heute und dann werde ich mich mal verabschieden und sag mal bis zum nächsten Mal. Und ja, haltet die Ohren steif. Tschüss, euer Chris.